Die habe ich 10 Jahre lang getragen, Mr. Dorn. Alles, was ich getan hatte, habe ich damit abgegolten. Sie sind vielleicht anderer Meinung, aber ich bin jetzt frei. Ich bin wieder hergekommen und bleibe hier. Cordell? Verlassen Sie diese Stadt. Nein, Mr. Dorn. Ich bin jetzt hier und da bleibe ich. Trace. Was, Mr. Cartwright? Willkommen zu Hause. Ich brauche nichts von Ihnen, Mr. Cartwright. Ich brauche von keinem was. Hier! Was hältst du von dem Pflege? Tja, wenn einer so empfangen wird, why? Thank you.
Let's see now, some mash and some corn. Oh, you better keep that down to 50 pounds this week, Seth. Hop Singh says if those chickens get any fatter, they'll start looking like a horse. Anything else, Ben? Something wrong? I think there is, Seth. All right, if you want to know. I didn't think you should have done what you did out there on the street a little while ago. I mean, going over to Trace Cordell and offering him your hand that way, right in front of Paul Doran. Oh, would you rather I did it behind Paul's back? Oh, you know what I mean, Ben. Yes, I think I do. I thought you were a friend of Paul's. I am. Well, then why'd you do it, Ben? Because I believe that when a man has served his prison sentence for something that he's done, that should be the end of it. Oh, that's easy enough for you to say. But if you were the one that Trace put in the wheelchair for the rest of your life, you'd feel just like Paul does. I hope not, Seth. Trace Cordell's got a lot of gall coming. Seth, that was 10 years ago. Trace Cordell was hardly 17 years old. And you knew his ma and him just as well as I did. Are you excusing him for what he did? I'm not excusing him for anything. When Trace went into that bank, I don't believe he intended to rob it. Oh, nothing. Trace was a desperate, frightened boy with a dying mother. He had a gun. He shot Paul. He made a cripple out of him. No, what's the use of talking? Oh, my boy will pick up this stuff tomorrow. Oh, Mr. Cartwright, I've been looking for you. I have a message from Mr. Doran. It's for you, too, Mr. Hubble. He'd like you to be at his house tonight at 7 o'clock. What for? He's invited about 20 of the leading citizens in town to a meeting. A meeting? It's about Trace Cordell. About laying plans to keep him from settling down in Virginia City. Er hat das Recht, hier zu bleiben. Das kann ihm keiner verwehren. Er muss arbeiten, wenn er hier bleiben will. Er muss essen. Hör mal, Paul. Aber er wird keins von beiden können in dieser Stadt. Der kriegt nicht mal die Dreckarbeit als Schweinepfleger. Der wird sich hier nicht ein Pfund Bohnen kaufen können. Der wird von allen gemieden werden. Wie kannst du das denn von allen Bürgern hier sagen, Paul? Nun, die meisten sind verschuldet. Nach der Dürre im letzten Jahr haben sie noch weitermachen können mit Bankdarlehen auf Sichtwechsel. Nicht doch, Paul. Sowas ist Erpressung. Nein, ich versuche nur, meinen Vorteil auszunutzen. Deinen Vorteil? Ja. Aber es ist ungerecht, einen Mann zu verfolgen, der gebüßt hat. Ich bin nicht ungerecht. Was heißt denn das überhaupt? Cordell hatte 10 Jahre. Ich lebenslänglich. Cordell ist frei und ich zahle noch immer. Paul, bitte. Ach, sieh mal an, du auch, genauso wie Ben. Vergeben und vergessen. Nun, ich habe nicht vergessen. Auch nicht, wie du und Cordell früher die Straße runtergegangen seid, händchenhaltend wie ein paar Mondkälber zu Ostern. Paul. Wenn du Trace Cordell auch nur wieder ansiehst, dann schwöre ich dir. Paul. Ich dachte, es gibt keinen Mann in der Stadt, der mehr als ich mitfühlt. Was dir passiert ist, das ist ein Irrtum. Das wird mir jetzt klar. Ich empfinde nicht annähernd so viel Mitgefühl, wie du dir selber leid tust. Thank you.
Ich dachte... Ich rede mal zu dir und frage, wie es dir geht. Tja, hast du Pläne? Was willst du tun? Eine Ernte einbringen, etwas Vieh kaufen. Wovon willst du reden? Das dauert seine Zeit. Wo ich war, Mr. Cartwright, hat man als erstes gelernt, ein Weg ist immer gangbar, auch wenn es Zeit kostet. Ganz so einfach wird es nicht sein. Ich weiß. Der Empfang in der Stadt war ja dementsprechend. Trace? Paul Dorn ist sehr verbittert. Vielleicht wäre es wirklich klüger, irgendwo hinzugehen, wo dich keiner kennt, neu anzufangen. Ich habe mir gesagt, wenn ich hier nicht frei sein kann, finde ich nirgendwo Freiheit. Außerdem möchte ich das Land in Ordnung bringen. Mein Vater ist daran zerbrochen und meine Mutter liegt auch hier. Allein ihretwegen verlasse ich die Farm nicht. Naja, verstehen kann ich das schon, Trace. Sieh mal, wir arbeiten mit so wenig Leuten auf der Ponderosa. Wir könnten dich und deine Ausrüstung gebrauchen, wenn... Ich sagte doch schon, ich brauche keine Hilfe. Jetzt hör mal zu, Trace. Der Stolz der Cordles ist bekannt. Dein Vater hatte ihn, deine Mutter hatte ihn. Ist denn dein Stolz etwas auszusetzen? An eurer Art von Stolz? Ja, Trace. Es war nicht die Farmerarbeit. Es war der übertriebene Stolz, an dem dein Vater und deine Mutter zerbrochen sind. Mr. Cartwright. Ja, die Wahrheit klingt hart. Aber wenn du das nicht vertragen kannst, dann tust du mir leid. Ich wollte ihnen helfen, die Stadt wollte ihnen helfen. Aber der Cordell-Stolz erlaubte ja keine Hilfe. Deswegen bist du im Gefängnis gelandet, weil du nicht um Geld bitten konntest, sondern stehlen musstest. Warum reden Sie so? Weil ich es sinnlos finde, dass ein junger Mensch sich verrennt und angebotene Freundschaft ablehnt. Ich biete dir keine Almosen an. Ich biete dir einen Job. Mr. Cartwright? Ja? Wann fange ich an? Gleich morgen früh. Ja, das wär's dann. Trace fängt morgen früh bei uns an. Was nutzt es schon, wenn Paul Dorn Trace Cordell aus der Stadt vertreibt? Zunächst, dass Clara ihn nicht sieht. Die waren doch früher mal ein Liebespaar. Ja, das stimmt. Und dann natürlich Pauls Verbitterung darüber, im Rollstuhl zu sitzen. Das sind schon Probleme für einen Mann. Und wie hast du dir den Einsatz von Trace gedacht? Wir haben doch das Heu für die Armee. Das Winterfutter. Die Armee hat Luke Schäfers Scheune gemietet. Wir sollen das Heu dort einlagern, bis der Quartiermeister es abholen kann. Kann das, Trace? Ein Mann, ein Wagen, täglich eine Fahrt. Das ist termingerecht zu schaffen. Paar, wenn nun Trace mit der Heufuhre jeden Tag in die Stadt kommt, fordert er da keinen Ärger raus? Nein, er braucht keinen herauszufordern. Der ist bereits da. Und Trace wird damit fertig werden, so oder so. Das geht in Ordnung, Mr. Cartwright. Ich nehme den Job. Da ist ein Haken dabei. Ich will dir das nicht verschweigen. Da waren gestern 20 Männer in der Versammlung, zu der Dorn eingeladen hatte. Die 20 sprechen für fast die ganze Stadt und alle waren sich einig, dir nicht zu gestatten, dich hier niederzulassen. Mich stört das nicht, Mr. Cartwright. Gut. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Die meisten möchten nicht mit Dorn am Strang ziehen. Manche vielleicht, andere müssen. Wie das eben so ist.
Ich werde es Ihnen nicht dadurch erleichtern, dass ich mich nicht sehen lasse. Das verlangt keiner. Es ist deine Entscheidung. Wo ist das Heu, das ich transportieren soll? Ich zeig's dir. Sammlung der Sheriff das ernst gemeint, dass keiner Trace Cordell angreifen soll? Oh. Hey, Mr. Schäfer! Ja? Mr. Cartwright schickt mich mit der Ladung Heu. Ja, immer rein. Helfen Sie mir beim Abladen? Nein, ich habe einen Vertrag, das Futter für die Armee zu lagern, aber das heißt nicht, dass ich mit Ihresgleichen arbeite. Wenn Sie Hilfe beim Abladen brauchen, dann sagen Sie Ben Cartwright, er soll Ihnen bei den anderen Fuhren einen Mann mitschicken. Ich sag's ihm. Warum ziehen Sie nicht weg, Cordell? Verlassen Sie Virginia City, bevor irgendjemand einen Ochsenziemer gegen Sie erhebt. Nur erhebt? In 5 Jahren hat man oft genug zugeschlagen. Gefällt dir das? Ein schönes Grün. Ich habe eine nette Erinnerung an dieses Grün. Es war Ostern. Sie hatten keine anderen Farben mehr. Ja, da gab es nur grüne Eier. Ja. Wir waren zusammen in der Kirche. Deine Mutter hatte mich eingeladen. Weißt du noch? Dein Pa hatte uns den Wagen gegeben. Und wir sind ausgefahren. Trace, wir haben nichts mehr, worüber wir noch zu sprechen hätten. Was wollen Sie, Cordell? Mr. Cartwright hat mich gebeten, die bestellten Sachen abzuholen. Dann sagen Sie mal Ben, er soll jemand anders herschicken. Ich wünsche nicht, dass Sie meinen Laden betreten, verstanden? Ja, das habe ich. Dann gehen Sie raus und bleiben Sie draußen. Die Armee hat eine Scheune gemietet, um Heu darin zu lagern, stimmt's? Ja. Und wenn du kein Heu lagerst, kriegst du auch keine Miete, nicht wahr? Mhm, krieg ich nicht. Siehst du? Also, dann musst du Trace beim Abladen helfen. Sonst hast du, wenn die Armee kommt, eine leere Scheune anzubieten. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja. Und was schätzt du, wie viel ich in diesem Jahr in deinem Laden noch ausgebe? An die 3.000 schätze ich alles in allem. Dann wird sich um 3.000 eine Jahresabrechnung vermindern, oder du verhältst dich Cordell gegenüber anständig. Das ist nicht fair. Fair? Ist das, was du gemacht hast, fair? Du hast gut reden, du bist ein reicher Mann. Du brauchst Paul Dorn nicht, du schuldest ihm nichts. Excel unterschrieb?
So darum. Bankschulden machen abhängig. Da kann man auch einiges tun. Dem werde ich zeigen. Wollen Sie das nicht doch erstmal mit Mr. Dorn besprechen, Mr. Cartwright? Um was geht's denn? Mr. Cartwright möchte sein Konto auf die Viehzüchterbank in Gold Hill transferieren. Wie ist sein Kontostand? Hier, bitte. Erledigen Sie das. Aber Mr. Dorn... Tun Sie's. Ben? Ja? Das tut weh, du weißt es. Wie du gesagt hast, Paul. Ein Mann kämpft mit den Mitteln, die er hat. Was hast du an Cordell? Warum setzt du dich für ihn ein? Da gibt es keinen neutralen Boden. Man ist entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Selbst für den Preis unserer alten Freundschaft? Zu deinem Preis, Paul, kann ich mir keine Freundschaft leisten. Eine Pause. Hübsches Plätzchen. Ja. Kommst du oft hierher? Ja. In dem Fluss habe ich früher geangelt. Etwas weiter unten, an Forbes Mühle. Ich erinnere mich noch, dass die Forellen Schlange standen, um gefangen zu werden. Aber das ist lange her. Trace, ich bin noch nie hier gewesen. Ich habe nur auf dich gewartet, um dir zu sagen, wie leid es mir tut, dass die Stadt dich so behandelt. Ach, das stört mich nicht. Trace, warum hast du mir nie geschrieben? Warum hast du auf meine Briefe nicht geantwortet? Ich konnte nicht. Aber warum nicht? Das ist schwer zu erklären, Clara. Du weißt nicht, wie es da war. Gefängnis und Gefühle. Wer sich die erlaubt, kommt um. Man darf nicht daran denken, was man draußen zurücklässt. Ich hatte einen in meiner Zelle. Der hat 5 Jahre lang die Tage gezählt. Und drehte durch. Wurde verrückt. Eine Woche, bevor seine Zeit um war. Ich habe die Tage auch 5 Jahre lang gezählt. Es tut mir leid, Clara. Als Mutter und Vater verunglückten, war ich allein in Virginia City. Ich verstehe, was das heißt. Und dass du verheiratet bist. Nein, das tust du nicht. Vielleicht habe ich ihn geheiratet, weil ich verängstigt war. Ich dachte auch, ich könnte ihm helfen. Wegen dem, was ihm zugestoßen war. Und dann habe ich auch geheiratet, weil ich zornig war. Zornig auf dich, weil du unsere Pläne verdorben hattest. All unsere Träume vom Heiraten. Ich muss jetzt zur Ranch, Clara. Trace, ich habe ihn nie geliebt. Ich kann ihn nicht lieben. Ich liebe dich. Und ich schäme mich dessen nicht.
Trace, geh fort mit mir. Ich gehe überall hin, nur nimm mich mit. Trace! Trace! Du weißt wohl nicht, was heute für ein Tag ist. Nein, weiß ich nicht. Lohntag. Es war eine lange Woche, Trace. Die nächsten werden leichter. Das glaube ich noch nicht, Mr. Cartwright. Ist was mit dir? Hat sich was entmutigt? Nein, eigentlich nicht. Es ist, wissen Sie, ich frage mich nur, ob es das wert ist. Virginia City ist nicht der einzige Ort auf der Welt. Nein, darüber habe ich mit dir gesprochen, als du zurückgekommen bist. Ja. Vielleicht hatten sie recht. Vielleicht wäre ich woanders besser dran. Du bist der Einzige, der das beurteilen kann. Nach Gold Hill gefahren. Vor morgen kann er nicht zurück sein. Komm rein. Was können wir nur machen, Trace? Was hättest du getan, wenn ich nicht zurückgekommen wäre? Aber du bist zurückgekommen. Du wärst weiter Dons Frau geblieben. Was willst du sagen? Wenn wir weggehen würden, wohin würden wir gehen? Ist das wichtig? Wir gehören hierher. Aber Trace, wir müssen nicht hier sein. Hier können wir nicht zusammenleben. Du möchtest von Virginia City nicht weg? Noch nicht. Warum? Weil hier mal alles aufgehört hat. Und wieder anfangen soll. Ist das so wichtig für dich? Ja, bisher. Jetzt weiß ich nicht mehr. Nun, du musst dich entscheiden, Trace. Clara? Hast du keine Bedenken? Bist du so sicher, wie du glaubst? Du bist 5 Jahre verheiratet. Kannst du so einfach aufhören, Dorns Frau zu sein? Trace, ich will lieber gehen. Aber ich warte auf dich.
Mr. Dorn, ich habe gedacht, Sie bleiben heute in Gold Hill. Ich habe umdisponiert. Ich hatte meine Gründe. Dick, du hattest doch gefragt, ob Sheriff Coffeys Warnung ernst zu nehmen war, gegen Cordell handgreiflich zu werden. Ja? Vielleicht solltest du das morgen mit einigen deiner Freunde ausprobieren, Dick. Wäre das nichts? Jetzt bin ich aber froh, dass wir mit der Arbeit fertig sind. Also, bis morgen. Ich gehe ein Bier trinken. Ja, vielen Dank für heute. Diese feigen Kerle, oh Trace. Es geht schon, Clara. Ich bin gleich hergefahren, als ich davon hörte. Ich habe mich entschlossen, Clara. Wir verlassen die Stadt. Und wo gehen wir hin? Du hast gesagt, es wäre egal. Ja, das spielt keine Rolle. Und wann? Morgen Nacht. Wir treffen uns in der Stadt. In Schäfers Scheune. Um 9 Uhr. Ich besorge uns noch etwas Geld. Gut, morgen bin ich rechtzeitig in der Scheune.
Und hoffentlich hast du dich dann einigermaßen erholt. Ja. Eben gehört. Ich auch, deshalb bin ich gleich hergefahren. Aber jetzt werden Sie sich um Trace kümmern. Ich fahre lieber nach Hause. Ja, vermeiden Sie noch mehr Ärger. Ja, Wiedersehen, Trace. Wiedersehen, Mr. Cartwright. Das war eine ziemliche Schlägerei. Sicher Dorns Männer. Hast du wen erkannt? Ja, hab ich. Aber was nutzt das? Warte. Sheriff Coffey, kann die Verantwortlichen verhaften? Er kann nicht die ganze Stadt verhaften. Die ganze Stadt trifft nicht die Schuld. Meinen Sie? Sowas wird nicht normal vorkommen, Trace. Von jetzt an geht immer einer von unseren Männern mit. Das wird nicht nötig sein, Mr. Cartwright. Nur vorübergehend, natürlich. Tun Sie mir einen Gefallen? Ja? Ich möchte, dass Sie meine Farm kaufen. Ich verlasse Virginia City. Naja, ich hab's geahnt. Ich erinnere mich am ersten Tag deiner Heimkehr. Hast du mir was gesagt? Du sagtest, wenn ich hier nicht frei sein kann, dann finde ich die Freiheit nirgendwo. Ich habe mich geirrt. Kaufen Sie meine Farm? Es ist guter Boden, Trace. Man kann was rausholen. Es grenzt an mein Land. Wie viel? $3 den Acker. Es ist mehr wert. Nicht für mich. In Ordnung, komm morgen zur Ponderosa. Danke. Danke, Mr. Cartwright. Ich muss dir sagen, es war ein guter Kauf. Wann willst du aufbrechen? Heute Abend. Allein? So ist das klar. Dorn geht also mit. Das wird nicht gut gehen, Trace. Bestimmt nicht. Ihr beiden seid verliebt. Aber das gilt nicht für immer. Denn eines Tages kommt die Ernüchterung über euch. Und was ist mit Ihrer Scheidung? Wenn Sie glauben, dass Clara mit mir geht, warum haben Sie mir dann das Geld gegeben? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe deine Farm gekauft. Naja, weil du Virginia City zu Recht verlassen willst.
Aber du hast damit noch nicht das Recht, mit der Frau eines anderen durchzubrennen, egal ob sie es möchte. Wer sagt Ihnen denn, dass ich es tue? Übrigens, ich bin alt genug und weiß selber, was mein Recht ist. Trace going? How come he ain't working? If he's afraid of going to town because of them jesters, one of us could ride in with him. No, no, he's not afraid. He's just leaving. Well, what about his farm? I just bought his farm. Why? Well, I figure if a man has the right to stay if he wants to, he has the right to leave if he wants to. So I'm helping him leave. Well, what made him change his mind? I don't know for sure. I think I'll go over to his place after supper. Hier. Paul, hör zu, ich... Bring sie nach Haus und pass auf sie auf. Paul, lass mich doch erklären. Paul! Clara? Clara?
Gordon! Thank you.
Kommen Sie rein. Du? Ich habe den Sheriff erwartet. Na, wie geht's? Ihr habt beide viel Glück gehabt. So ein Unfall hätte tödlich sein können. Unfall? Ja, das hat Trace dem Sheriff gesagt. Was soll denn das bedeuten? Ich wollte ihn töten, das gebe ich zu. Und er lügt dem Sheriff was vor. Weißt du, warum Trace heute Abend zu Schäfers Scheune gegangen ist? Um mit meiner Frau wegzugehen. Nein, er war dort, um ihr zu sagen, dass er fortgehen will. Aber allein, nicht mit ihr. Ihm war klar geworden, dass ihn das belasten würde. Er will sich eine freie Zukunft aufbauen. Dann war das eine Dummheit, dass das Clara von Trace nicht erfahren hat. Das wäre ihr Recht geschehen. Oh, Paul, du bist blind geworden vor Hass. War denn Clara für eine Reise angezogen, als sie in der Scheune war? Hatte sie etwa ihren Koffer dabei? Oder Reisetasche? Einen anderen Beweis, dass sie fort wollte? Hat sie dir einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem sie dir mitteilt, dass sie dich verlässt? Nein. Sie ist zur Scheune gegangen, um Trace zu sagen, dass sie nicht mit fortgehen kann. Aus denselben Gründen. Das hat sie dir nicht erzählen können. Sie war doch auf ihrem Zimmer während des Feuers. Nein, sie hat es mir nicht erzählt. Aber als Trace dich aus dem Feuer gezogen hat und ihr auf der Erde lagt, zu wem von euch beiden ist sie da gegangen? Zu wem denn? Warum fragst du sie das nicht? Thank you.